Heute ist der Cetulio Lehme ein glücklicher Mann. Vor wenigen Monaten hat das aber noch ganz anders ausgesehen. Der brasilianisch-schweizerische Doppelbürger hat nämlich darunter gelitten, dass er Brüste hat. Man fühlt sich komisch, man fühlt sich nicht mehr wohl als Mann. Ich bin keine Frau, ich bin ein Mann. Dann möchte ich, nicht, ich möchte keine Brust haben, ich möchte also normal wie ein Mann sein. Mit dem Leiden ist der 37-Jährige nicht allein, wie sein Arzt bestätigt. Ja, ich beobachte schon, dass mehr kommen. Es sind so 2 bis 3 Mal im Monat, dass jetzt Patienten deswegen kommen und anfragen, was man tun kann. Sicher eine Steigerung über die letzten Jahre. Die Ursachen für so ein Brustwachstum bei einem Mann sind vielseitig und auch nicht immer klar. Von Medikamentennebenwirkungen über einen hormonproduzierenden Tumor oder Marihuana-Konsum kommt alles in Frage. Im Fall von Cetulio Lehme ist eine Gewichtszunahme und Silikonölspritzen in der Jugend die Schuld gewesen. Sind die Brüste mal da, bringt man sie ohne einen chirurgischen Eingriff praktisch nicht mehr weg. Ein Erlebnis hat beim Cetulio Lehme schlussendlich den Ausschlag gegeben, sich definitiv unter das Messer zu legen. Eine Kollegin hat einmal gesagt, «Ja, Cetulio, wann wirst du dein erste BH tragen oder kaufen?» Da habe ich, ja, nein, ich muss etwas dafür tun, also dagegen machen. Da habe ich einen Plastikchirurg gesucht und gemacht. Und mit dem Resultat ist der Cetulio Lehme mehr als zufrieden. Ich fühle mich viel besser jetzt. Jetzt bin ich wieder normal, also wie vor 20 Jahren. Ja. Ich bin ein gefragter Mann jetzt. Ja, ich schaue, alle Frauen schauen mich an, die Männer auch. Alle schauen mich an. Ich bin jetzt wie ein Star. Auch wenn die Brust im Fall von Cetulio Lehme für viele wohl fast nicht sichtbar war vor der OP, die Freude nach der Operation ist beim Brasilien-Schweizer unübersehbar.